Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe hier vor meinem Haus auf der nordfriesischen Marsch. Und wir wollen mal schauen, wie es heute weitergeht. Denn ich hatte die Fahrzeuge alle nach Hause geschickt und vorhin schon mal kontrolliert. Und ich werde euch zeigen, was passiert ist. Das ist mal wieder ganz unglaublich. Ist noch nie passiert, aber es ist ja alles irgendwann das erste Mal. Also, wollen wir doch mal schauen gehen, ne? Ich flitze mal. Ich switche jetzt extra nicht hin, sondern marschiere zu Fuß, weil dadurch kann man das schon von vornherein sehen. Oh, die Wolle nimmt langsam zu. Sehr schön. Das war auch gerade mal eben gut zu sehen. Und da vorne hat sich nämlich ein Stau entwickelt an einer Stelle, wo ich es nie für möglich gehalten hätte. Und den Grund werden wir uns gleich anschauen. Ich muss wahrscheinlich in der Streckenführung da vorne noch irgendwas verschieben. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Naja, wir sehen es gleich. Ich habe ja schon öfters geerntet auf den Feldern. Und warum mein Mähdrescher nicht so getan hat, wie er soll und alles hier aufhält. Das ist nämlich der Grund für die ganze Geschichte hier. Den LKW habe ich von Hand gebremst. Und zwar steht der Mähdrescher hier und ich weiß nicht, warum der hier diesmal an der Tanke hängen geblieben ist. Der musste nicht tanken, nicht dass ich wüsste. Der ist hier noch nie hängen geblieben, noch nicht ein einziges Mal, schon so oft hier lang gefahren und diesmal ist er hängen geblieben. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, also es kann sein, dass er getankt hat, aber dann wohl nicht mehr wegkam. Aber das steht eigentlich auch viel zu dicht da dran. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Die Linienführung, die ist ein bisschen. Ah, ich sehe was. Alles klar. Ich glaube, hier ist was kaputt gegangen. Das ist der Grund. Tja, schauen wir mal erstmal, dass ich den jetzt hier ein Stück zurückbekomme. Der ist ja aber na trotzdem hätten die anderen ja vorbeifahren können. Warum ist denn der hier stehen geblieben? Der war ja weit genug an der Seite. Die Hoftankstelle ist nicht mehr richtig verbunden hier. Und auch irgendwie verschoben. Ich muss hier weiter weg. Insgesamt, wie es aussieht. Aber da werde ich auch die anderen Geschichten hier weiter rüberziehen, nachher gleich mal. Jetzt muss ich mal schauen, hängst du hier fest? Ja. Also hier ist das verbunden worden. Okay, so hatte ich das gemacht. So, aber hier, das hier, dass der hier nicht wegkommt, das ist natürlich gar nicht gut. Da muss ich gucken, dass ich das ändere. Jetzt habe ich das in grün gemacht, macht aber auch nichts. Lasse ich jetzt erstmal. Das nehme ich gar nicht mehr so sehr genau. Wir wissen ja, dass das nicht mehr allzu lange so bleibt hier und dass ein großer Umzug bevorsteht. Irgendwie ist so ein klein wenig die Luft raus bei mir, seitdem ich das weiß. Ich bin wirklich so auf Abwartenstellung irgendwo und ja, mal schauen, wie sich das alles entwickeln wird. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich den da langfahre, ob der dann immer noch hängen bleibt. Sonst muss das noch weiter rüber. Und zwar das ganze gesamte System dann. Wenn der hier lang fährt, ja, eigentlich sollte er nicht hängen bleiben. Okay, dann nehmen wir den jetzt einfach mal von Hand weg. Dann lasse ich das erstmal so, wie es ist. Hier vorne habe ich auch eine Ausweichstrecke eingefahren hier, wenn da welche warten, damit die anderen, wenn die getankt haben oder Saatgut oder dergleichen geholt haben, hier wieder wegkommen, ne? Damit die dann diese Strecke hier nehmen und nicht hier dahinter fahren. Die werden ja normalerweise sonst hier lang gekommen und dann da stehen bleiben. Und das habe ich alles verändert hier vorne, damit die hier Ankommenden, die wieder weg müssen, hier durchfahren. Ich habe es bisher noch nicht feststellen können, ob es funktioniert. Es war wahrscheinlich noch nicht nötig. Es kann aber auch daran gelegen haben, weil dort vorne die Streckenanbindung gefehlt hat, dass das noch nicht genutzt wurde. Naja, so ist das halt manchmal. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas geklickt und
der Editor war an, da passiert das ganz, ganz schnell, dass man was versaubeutelt. Das ist leider so. Und es ist mir nicht zum ersten Mal passiert, das kann nur so gewesen sein, denn das war ja vorher alles angebunden. Das hat ja funktioniert, die haben ja den Tank gefüllt mit Dünger und sind wieder aufs Feld gefahren und alles. Das wäre ja hier gar nicht gegangen, wie es aussieht. So, jetzt werde ich den erstmal anschalten. Keine Angst, Obi, ich habe jetzt nicht vor zu mähen. Erstmal, obwohl ich so viele, 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 viele Aufträge habe in der Liste für Ballen. Aber ich will mal versuchen, ein Video ohne Ballen zu machen. Das hatte ich dir versprochen. Es fällt mir nur sehr schwer, weil nicht sehr viel anderes zur Auswahl steht. Ich lasse den jetzt hier mal stehen. Da werden wir mal schauen. Ich steige jetzt erstmal in den LKW, denn da vorne in der Presse ist ja noch ein Ballen. Den möchte ich gerne rausholen. Und das geht mit dem LKW nämlich bestens. Da fahren wir jetzt gleich mal ran. Ganz dicht. Es kann doch sein, dass das zwei Ballen sind. Sieht fast aus wie... Ja, es sind zwei. So, werden wir uns mal hier herstellen. Ja, yeah, das ist doch super. Und die beiden Ballen, die bringen wir jetzt weg. Zum Lager. Da bin ich auch so ein bisschen in Fragestellung. Ich meine, hier auf dieser Wiese, der Hof wird ja weg sein nach dem Update. Das ist halt das Problem. Und da ist natürlich auch der Inhalt von den Silos weg. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht fahre ich alles leer und verkaufe es noch. Keine Ahnung. Das werde ich dann noch entscheiden. Okay, hat funktioniert. Ich habe es einfach abgeladen und es ist weg. Es hat funktioniert. Das ist schon mal was wert. Jetzt werde ich den LKW wegparken. Dann bin ich auch am Überlegen, was ich mit dem Sägewerk anstelle. Das bleibt ja auch nicht erhalten. Und auch die Holzfällergeschichte. Da stehen Paletten mit Holzstämmen. Ich habe vorhin mal geschaut, wo am Sägewerk die abgeladen werden. Ich habe es nicht entdeckt. Ich weiß nicht warum. Da, wo ich gedacht habe, dass es abgeladen wird, wurden die Baumstämme nicht angenommen. Es ist irgendwie ein bisschen anders als im 19er. Da muss ich auch noch herausfinden, wo das funktioniert. Aber eigentlich ist es ja auch Blödsinn, das Sägewerk jetzt in Betrieb zu nehmen, wenn man weiß, man muss umziehen und das Sägewerk vielleicht verschwindet. Ist vielleicht Blödsinn. Vielleicht hole ich mir die Baumstammpaletten, verkaufe sie einfach. Das ist vielleicht sinnvoller in dem Fall jetzt. Ich muss mal schauen. Das sind so viele Fragen, die mir jetzt im Moment durch den Kopf gehen. Wenn ich hier so auf dem Hof bin und mir das alles so anschaue, was ich hier so gemacht habe. Naja, wir schauen. Fat Action will ja da eine Anleitung geben, wie man umzieht. Aber das betrifft ja dann trotzdem diese Fläche hier, die ich erst einebnen muss, wieder alles neu machen muss. Denn das bleibt ja nicht aus. Das muss ich ja so und so machen. Weil das ja wieder eine Wiese sein wird. Ich kann ja da die Sachen nicht einfach da drauf stellen, weil das ja nicht geht. Es war ja nicht gerade eben. Da kann man keine Gebäude aufstellen, wenn die Fläche nicht eben ist. Und das war so ein Akt, das so hinzukriegen, wie das jetzt ist. Aber gut, ich weiß ja jetzt, wie ich damit umgehen muss. Es wird ja vielleicht schneller gehen dieses Mal. Ich werde jedenfalls dabei bleiben, dass ich den Hof hier wieder aufstelle. Weil mir die Ecke einfach am besten gefällt. Außerdem ist es sowas wie eine Herausforderung für mich, das wieder so hinzukriegen. Ich bin selber gespannt, ob ich es hinkriege. Und schon deswegen werde ich den Standort nicht ändern. Ganz klarer Fall. So, das haben wir abgestellt, das Teil. Jetzt werden wir erstmal den Traktor zur Seite stellen. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt gleich alles anliegt. Wenn ich den wieder brauche, kann ich ihn ja wiederholen. Ist ja gar kein Thema. So, dann parke ich dich wieder hier daneben. So, wir haben noch mehr wegzuparken, aber das switche ich jetzt und zwar hierher.
Den muss ich auch wegparken. Bist du eigentlich schon geputzt? Ja, es sieht so aus. Du bist sauber. Das ist gut. Da werden wir den wegparken. Na komm schon. So. Hier bin ich am Überlegen, ob ich den Traktor nochmal austauschen werde. Der hat nicht die Power, die ich eigentlich brauche. Obwohl das ein wunderbarer Traktor ist, der mir wirklich gut gefällt. Aber er hält nicht, was er verspricht. Das ist das Problem. Er hat wirklich nicht die Power. Er ist mir einfach zu schwerfällig, zu langsam irgendwie. So, jetzt wird ein Schuh draus, jetzt müssen wir rückwärts. Das hat schon mal gut geklappt. Wunderbar. Aber das Gewicht wollen wir nicht ablegen, mein Kleiner. Nein, nein, nein. Das Gewicht legen wir jetzt nicht ab. Wir wollen den Hänger abkoppeln. So, siehst du. So ist gut. Ich parke ich jetzt auch erstmal ein. Der kommt sehr schwerfällig auf Touren. Das ist einfach das. Und wie gesagt, also da stimmt das mit der Power nicht so wirklich. Das ist aber auch etwas, was ich erst gelernt habe beim Zuschauen bei Shorty und auch bei einigen anderen, dass das einen Unterschied macht, ob das nur geschrieben steht. Oder ob das dann wirklich so ist mit dem Kraftverhältnis. So, da vorne stand noch einer rum, haben wir gerade gesehen. Der muss auch noch weggeholt werden. Genau der. Ja, das ist also momentan wirklich meine Nummer 1 hier. Ein toller Traktor. Aber das Gewicht ist noch nicht sauber. Wir schaffen erstmal den Anhänger weg. Komm mal mit. Der ist geputzt, der Traktor ist auch geputzt, nur das Gewicht nicht. Bei dem, das ist ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich den anschmeiße, der zieht sofort an, der hat sofort Kraft und so muss das sein. Und nicht so schwerfällig und ewig nicht auf Touren kommen. Das ist, ja. Ja, so ist das halt. Man sammelt halt so seine Erfahrungen, bis man das alles so mitbekommt, als nicht so sehr sich auskennender. Ich bin ja schließlich kein Autoschrauber. Noch nie gewesen. So, und jetzt haben wir natürlich wieder die falsche Taste erwischt. So, jetzt ist gut. Ein bisschen gerade sollten sie schon stehen, ne? Abladen. So, jetzt kommen wir mit. Jetzt müsste das Gewicht eigentlich mit sauber werden. Ja, ist es auch. So, mein Gutster. Du bist dem 1050 sowas von ebenbürtig. Ihr seid klasse. Aber du bist im Moment tatsächlich meine Nummer 1. Das ist einfach so. Ein wunderbarer Traktor, der wirklich alles macht, was er soll. Harald, anrempeln sollst du aber nicht. Das darfst du nicht, auch wenn du die Nummer 1 bist, nicht. Lieb sein. So, super. Jetzt werde ich mal schauen, was ich als nächstes in Angriff nehme. Ich kann es noch nicht sagen. Ich muss mal in die Liste schauen bei den Aufträgen, was wir da Neues bekommen haben. Oh, wenn ich das sehe, alles Ballenpressen hier. Da stehen oben ja wieder die Haare zu Berge. Nee, das mache ich jetzt wirklich nicht. Aber wir haben Gruppermissionen, wie ich gerade sehe. Ich werde mal sortieren. So. Ja, die Ballen sind ja. Ah, hier haben wir schon eine Gruppermission dabei, die jetzt weit oben steht. Die 19. Die nehmen wir auf jeden Fall mal an. Und dann haben wir die 16, die nehme ich auch an. Dann haben wir die 76, werde ich auch annehmen. Ich werde die ganzen Gruppermissionen erstmal annehmen jetzt hier. Die Feld 2, aha, da müssen wir auch hin zum alten Hof. Die 36.
Die 49, ja, es sind nicht die riesigsten Beträge, die wir fürs Grubbern bekommen, aber Kleinvieh macht ja auch Mist, wie wir wissen. Düngeaufträge, die sind also zum Beispiel hier, das ist wirklich nicht lukrativ. Da bekommt man ja nur die Hälfte von dem. Ja, das ist im äußersten Notfall, dass man das macht. Also da muss man ein bisschen genauer hingucken. Hier ist der Unterschied nicht so groß. Aber das fällt wahrscheinlich. Ach, das ist Ballenpressen, alles klar. Nö, das will ich jetzt wirklich nicht. Hier ist auch, ja, beim Düngen ist halt, man muss halt investieren in den Dünger, ne, das ist klar. Ich würde sagen, das ist hier eine Ballenpresse, Pressengeschichte habe ich ja noch drinne gehabt. Die werde ich auch nicht rausschmeißen, aber die muss ich ja nicht jetzt machen. Wir fangen mit der 19 an. Gut, also zurück. Da nehme ich mir jetzt tatsächlich den da wieder vor, weil er einfach Power hat ohne Ende, schnell ist. Und schon deswegen ist er genau der Richtige jetzt. Nichts gegen den 1050, keine Angst, der bleibt bei mir nicht im Hintergrund. Das ist und bleibt von der Marke her mein Favorit, das ist ein ganz klarer Fall. Und wir haben ja einen wunderbaren 1050 bekommen von Taz Modding. Und der wird über kurz oder lang sowieso meiner. Schon deswegen. Ich werde wahrscheinlich die anderen 1050 abgeben. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Pläne habe ich ohne Ende. Aber alles nacheinander. Stück für Stück. So, jetzt kommt Sander sein Grubber wieder zur Geltung und zum Einsatz. Das ist mit Abstand der beste. Für mich. Es gibt natürlich welche, zum Beispiel den vom Arthur mit der Wahnsinnsbreite. Aber ich habe ja hier ein Projekt am Laufen, wo ich nicht so sehr übertrieben spiele, sondern eher in Richtung realistisch gehe, aber doch nicht hundertprozentig realistisch. So in etwa. Und da passt dieser Gruppe einfach viel, viel besser. Das ist einfach eher mein Spielstil, sage ich mal so. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir in der 19 schon mal waren mit dem Grubber. Die 19, da müssen wir schon mal schauen. Tiefen Lockern haben wir schon gemacht, aber Grubber noch nicht. Okay, der hat nämlich 12 Meter, da muss ich einen Kurs machen. Gut, kein Problem, dann machen wir das. Für die 19, wo haben wir die 19? Ach, hier das große Feld. Ja, das bietet sich an. Das wird gut gehen, denke ich mal. So, wollen wir mal gucken. Job erstellen. Feldarbeit für Kursplay schon drin. Feldposition, das ist hier. Das ist auch im Uhrzeigersinn. Denn die kommen von da und gehen dann hier drauf. Ich weiß, hier irgendwo ist der Übergang. So, wollen wir mal gucken. Ja, es sind 12 Meter, das weiß ich nun mal ganz genau. Und ich nehme 3 Vorgewände. Wir fangen auf den Bahnen an, bitteschön. Aber in dem Fall gehe ich auf scharf. Dieses Feld will ich mir irgendwann krallen. So. Im Uhrzeigersinn ist okay. Vorgewände, ich gehe auf 15. Jo, ich bin da nie so geizig mit dem Überlappen. So viel länger dauert das nicht. Wenn mehr überlappt ist, wird es einfach sauberer. Und das ist etwas, was ich einfach schon schätze. Ich mag es nicht, wenn sich hier großen Ecken frei bleiben. Das ist einfach nicht meins. So, hier unten braucht man nichts korrigieren. Dort ist Platz genug, das weiß ich. Ja, warum hier immer Kreis steht? Wir haben keine Insel. Ich mache da keine Umfahrung rein. Jetzt wollen wir mal generieren. Das sieht gut aus. Ja, das nehme ich so. Die 19 mit 12 Metern. So, okay. Dann schicken wir den mal zur 19. Erster Wegpunkt ist schon mal gut. Feld 19, das machen wir jetzt erstmal dicht.
Das ist gleich im ersten Ordner, das letzte Feld. Und ab mit dir. Du kriegst das alleine hin. Das Fantastische an diesem Grupper ist, dass die Seiten ja auch ohne Kollision sind. Das ist einfach supi genial. So wollte ich sagen. Ich habe schon wieder Zungensalat. Aber ja, das ist, wie es ist. So, was mache ich als nächstes? Ach, wir haben... Die Zeit ist ja schon um. Da brauche ich mir ja gar nicht groß überlegen, was ich als nächstes mache. Dann geht das heute Abend weiter im Livestream. Jetzt hätte ich schon aussteigen können. Und jetzt hätte ich es auch können. Müssen wir nochmal durch. Ich war bald wieder und schon wieder zu schnell. So, aber jetzt. Okay. Das ist manchmal furchtbar. Wenn ich schnell sein will, dann bin ich auch meistens zu schnell. Und das ist manchmal nicht so toll. Okay, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ihr habt meine Gedankengänge ja verfolgt. Die werden auch nicht so schnell versiegen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es weitergehen wird. Das wird sich dann alles ergeben, denke ich mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen da. Und habt noch einen schönen restlichen Tag. Vielleicht auch einen Nachmittag. Ich sage dann mal eventuell bis heute Abend 18 Uhr. Und verbleibe bis dahin. Tschüssi, eure Maritzel.